Ich habe angefangen, dass ich hier eine Ausbildung gemacht habe im Steinberger Hotel Berlin als Hotelfachfrau. Durfte dann an der Rezeption als Festangestellte kurz arbeiten und dann wurde mir hier dieses Studium angeboten, das BA-Studium, was ich zurzeit auch mache, in der Richtung Tourismus mit Spezialisierung auf Hotelmanagement. Und BA-Studium heißt eigentlich nur, dass es dual ist und ich zwischen Praxis und Theorie, also Uni, wechsle immer so im Rhythmus, so alle 3 Monate. Ich habe eigentlich den Beruf kennengelernt durch ein Praktikum, das man während der Schulzeit ja macht, in der 10. Klasse. Und eigentlich hat mich meine Mutter darauf gebracht, weil sie meinte, Mensch, du machst doch so gern mit Menschen, du bist so kontaktfreudig. Und Hotel ist eigentlich so eine super Sache, das wird es auch immer geben, denkt man mal, also den Tourismus generell. Und man hat halt auch super Aufstiegschancen. Und dann dachte ich, ja, mache ich mal mein Praktikum da. Der Hauptzweck dieses Jobs ist halt, mit Menschen Kontakt zu haben und mit dem gut umzugehen und denen jeden Wunsch von den Augen abzulesen, jetzt übertrieben gesagt, aber darauf kommt es halt an. Und das hat sich wirklich so umgesetzt. Dann mit dem Zimmerreinigung, da dachte ich, oh Gott, ein Jahr putzen, oh Gott, das kann ja was werden und das wird bestimmt anstrengend. Das hat sich, wie gesagt, nicht bestätigt. Also da bin ich positiv überrascht worden. Man muss es gemacht haben. Das hat man auch für 3 Tage und dann weiß man zumindest, worauf es dabei ankommt. Was sich noch geändert hat, halt, dass ich dachte, es gibt nicht so viele Abteilungen, also nur 3, Service, Rezeption und Reinigung. Aber das ist halt völliger Quatsch, weil da steckt viel mehr hinter: Buchhaltung, Reservierung. Und daran hat man direkt nach der Schule noch gar nicht gedacht. Und das ist halt auch schön, dass es so viele Bereiche gibt. Letztendlich ist es halt auch ein Beruf mit ganz vielen. Also der Buchhaltung, ich kann in der Buchhaltung arbeiten, im Personalbüro, in der Reservierung, meinetwegen auch in der Zimmerreinigung. Das ist ja jedem selbst überlassen. Es gibt halt so viele Möglichkeiten. Und das hat mich wirklich positiv nochmal überrascht an dem Beruf. Gerade in der Hotellerie, das ist, glaube ich, der Aufsteigerberuf schlechthin, weil man, wie gesagt, ganz klein anfangen kann mit Zimmerputzen und man kann trotzdem noch Direktor werden. Ja, also es gibt so viele Möglichkeiten, da voranzukommen. Bei mir ist es ja jetzt auch schon so ein bisschen vorangegangen, weil ich ja die Ausbildung gemacht habe, dann an der Rezeption gearbeitet habe und jetzt dieses Studium mache, einfach um mich weiterzubilden, weil letztendlich braucht ein Direktor das auch schon, dass man die BWL-Kenntnisse, sage ich mal, die betriebswirtschaftlichen Kenntnisse und weiß, wie es mit den Zahlen funktioniert, da steckt halt viel dahinter. Deswegen wäre es schon sinnvoll, sich einfach auch weiterzubilden und mit dem Studium wunderbar, weil da genau alles auch durchgesprochen wird. Wie budgetiere ich zum Beispiel die Zimmerpreise, damit ich das Budget erreiche, was vom Konzern vorgegeben wird. Also ganz komplexe Sachen. Und ja, das erlerne ich jetzt gerade. Und ja, und danach, mein Studium geht noch ein Jahr. Hat insgesamt 6 Semester, also 3 Jahre. Ein Jahr noch und dann wird hier schon ganz wild geplant, wie es dann mit mir weitergeht. Weil letztendlich werde ich ja hier auch ausgebildet von dem Unternehmen. Die stecken ja auch viel Geld in mich rein, worüber ich auch sehr dankbar bin und hier auch sehr viel Unterstützung erfahre. Und dann soll ich na natürlich auch, sollen die auch den Mehrwert haben von mir, ne? Dass ich dann auch hier bleibe. Also dass man übernommen wird, die Chancen sind wirklich enorm hoch, wenn man sich gut anstellt. Aber davon gehe ich jetzt mal aus. Und ja, das ist halt einfach toll, wenn man weiß, dass die mich hier ausbilden, weil die wollen mich unbedingt behalten. Und es gibt so viele Hotels in ganz Berlin, selbst wenn ich da nicht hier bleiben sollte, was ich im Moment nicht glaube, weil hier gefällt es mir schon sehr gut. Man findet auf jeden Fall, denke ich, Arbeit auch mit den Qualifizierungen, die man jetzt erreicht hat. Gerade wenn man in Deutschland seine Ausbildung gemacht hat, ist man halt im Ausland sehr willkommen, ja, weil es schon eine sehr intensive und qualifizierte Ausbildung ist. Wenn man zum Beispiel in Amerika die Ausbildung macht, da macht man nur Service und deswegen sind die immer dankbar, wenn man auch aus Deutschland welche bekommt. Sehr viele gehen auch direkt nach der Ausbildung ins Ausland erstmal. Da findet auch jeder eigentlich gleich einen Job aufgrund dieser guten Ausbildung. Man kann auch mit dem Hotel, also in ein anderes Hotel gehen von der gleichen Gruppe. Da gibt es auch Möglichkeiten. Da stehen auch alle hinter einem. Also da gibt es keine Probleme, die einem da in den Weg stehen könnten, wo man nicht ins Ausland gehen kann. Da zieht mich meine Mutter heute noch mit auf. Ich wollte immer Kassiererin werden, weil ich das Biepen, wenn man die Produkte über die Scanner zieht, so toll fand. Da habe ich zu Hause schon immer so selbst mir Kassen gebastelt und immer Biep gemacht. Das fand ich total toll. Deswegen wollte ich immer Kassiererin werden. Das war so mein Kindheitsberuf. Wunsch. Gerade wo ich meine Ausbildung angefangen habe, war ich in dem Bereich Wellness eingeteilt, also auch im Pool und musste da die Poolgäste so ein bisschen ja,
beherbergen und so ein bisschen die Wünsche erfüllen. Und da weiß ich noch, da war ich den ersten Tag alleine, nachdem ich halt eingearbeitet wurde, fing an und dann, wir haben halt einen Pool und einen Saunabereich und da sprang gleich ein Herr komplett nackig, entkleidet in den Pool und dachte halt, das ist hier so erlaubt. Und ich war halt ganz neu in der Abteilung, dachte, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Wie kriege ich den da raus? Weil da waren halt auch Kinder und das sollte ja nicht sein. Naja, und dann habe ich ihn da probiert rauszukriegen und zu sagen, das ist hier leider nicht erlaubt. Und da musste ich mir aber doch Hilfe holen, weil er, wohl sich dann rausstellte, doch etwas schizophren war und ein bisschen verrückt. Und ja, das erzähle ich ganz gerne, weil man kann ja so viel erleben einfach, auch schöne Sachen, witzige Sachen, manchmal auch, wo man denkt, Gott sei Dank ist das gut gegangen. Und das war so eine Sache, das war für mich ein einschneidendes Erlebnis, weil ich da zum ersten Mal auch selber handeln musste und dachte, Gott, was machst du denn jetzt? Kann ja nicht wahr sein, dass der da nackig schwimmt. Ich finde auch besonders schön, wenn ich jetzt essen gehe oder selbst woanders übernachte. Ich bin viel kritischer geworden, was das angeht und könnte gleich 10 Sachen finden, die mich stören, die nicht so sein sollten, weil man halt weiß, wie es eigentlich laufen soll. Das ist für meine Begleitung manchmal ziemlich anstrengend, weil ich gleich sage, guck mal, hast du gesehen, kann ja nicht wahr sein. Die hebt von rechts aus und also die Teller räumt sie ab von rechts und nicht von links. Ist oft sehr anstrengend für mein Gegenüber, aber es finde ich auch schön, dass man halt einen ganz anderen Blick bekommt, einen professionellen und weiß, worauf man achten muss. Wenn man gastfreundlich ist und gerne mit Menschen zu tun hat, ist eigentlich Hotel genau das Richtige. Man denke an die Aufstiegschancen, die man hat und ja, deswegen kann ich eben nur sagen, Hotellerie macht Spaß und sollte für jeden interessant sein.